Er verlobte sich mit Johanna Sabina, Tochter des Pastors Zietelmann. Die junge Frau brachte Glück und empfing es. Aber die Flitterwochen müssen doch anders gewesen sein, wie heutzutage Flitterwochen zu sein pflegen. Als Gottlieb? Ja, mein Schatz. Ich dichte noch ein wenig. Das sehe ich. Wir müssen zu Tante Mathilde. Die Kutsche steht bereit. Ja, ja, ich weiß. In 1-2 Stunden werde ich wohl fertig sein. Ernst Gottlieb. Tante Mathilde würde allenfalls noch warten. Nicht aber die Gans. Die sicherlich schon goldbraun brutzelt. Mag sie brutzeln. 1,5 Strophen muss ich noch zustande bringen. Ernst Gottlieb? Mhm. Gefällt dir mein Kleid? Ja, sehr, mein Schatz. Du hast es doch noch gar nicht gesehen. Was du trägst, muss hübsch sein. Siehst du, es steht dir vortrefflich. Ernst Gottlieb, weißt du, dass wir in den Flitterwochen sind? Ja, mein Schatz, es ist wundervoll, dich zu haben. Welch Geschenk Gottes an einen Geistlichen, dass auch er eine süße Frau um sich haben darf. Zärtlichkeiten genießen, die Freuden der Zweisamkeit. Aber Ernst Gottlieb. Das ist ein Geschenk, für das ich Gott ewig dankbar sein werde. Überhaupt, der Herr ist so gut zu mir. Meine Lieder empfange ich von ihm. Gott hat mir eine Neigung zur Poesie gegeben. Findest du den Busen zu kühn? Nein, Johanna Sabina. Empfange ich die Gnade, dich in deiner ganzen Schönheit sehen zu dürfen, so mag anderen wenigstens ein Bruchteil davon vergönnt sein. Danke. Danke, Ernst Gottlieb. Ich freue mich, dass du meine bescheidenen Vorzüge bemerkst. Du bist sehr schön. Ich bin ein Glückskind. Ich glaube, dass ich das Versedichten als eine Erhöhung meines Gebets ansehen darf. Du auch? Gewiss. Komm. Komm. Leg deine Hände um meine Taille. Ich muss gestehen, dass es mir oft wie ein Brand im Herzen gewesen. Und mehrmal musste ich mich davon mit Gewalt zurückziehen, damit ich mich nicht übernehme oder meine Natur zu sehr schwächete. Von mir und der Liebe? Vom Dichten. Es liegen jetzt bald 200 an Zahl vor und ich habe die Absicht, sie nächstes Jahr als evangelische Psalmen zu publizieren. Die Gans von Tante Mathilde wird dafür kein Verständnis haben. Sie wird mit Äpfeln gefüllt sein und es wird eine wunderbare Soße dazu geben. Und sicherlich Rotkohl. Das klingt sehr gut. Wollte ich zuweilen 2-3 Verse niederschreiben, so wurden gleich 12, 15 oder gar 30 daraus. Manchmal konnte die Feder dem raschen Zuflusse gar nicht folgen. Oft musste ich's, wenn ich so hintereinander geschrieben, erst überlesen, um zu wissen, was es wäre. Und mich dann selbst wundern, dass das da stand, was ich fand. Möchtest du Kinder, Ernst Gottlieb?
Wie gern, Johanna Sabina. Und du wirst das Deinige dazu tun, dass ich sie dir schenken kann? Gewiss. Das hat ja Gott gut gefügt, dass es auf so erfreuliche Weise vonstatten geht. Was ich in so großer Geschwindigkeit niedergeschrieben, ich habe es hinterher vielmal durchgelesen. Einiges oft umgeschmolzen, anderes lange liegen lassen. Aber das ist wahr. Dass ich anderes, was mir so recht aus dem Herzen gequollen, niemals geändert habe. Willst du zuerst einen Knaben von mir oder ein Mädchen? Was Gott gibt. Die Ursache ist, weil das am ehesten und natürlichsten in die Herzen hineinfließet, was ohne Zwang herausgeströmet ist. Willst du die erste Strophe hören? Gern, Ernst Gottlieb. Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und wer so reich? Wer ist so hässlich und so schön? Wem kann's so wohl und übel gehen? Lamm Gottes, du und deine sel'ge Schar sind Mensch und Engeln wunderbar. Nun? Das ist sehr schön, Ernst Gottlieb. Aber nun komm, sonst verputzelt die Gans. Die Gans, richtig. Ich liebe Gänsebraten. Aber eine Strophe noch. Herr Passer, wird Zeit. Wir kommen, Birkig. Alles junge Glück der Liebe schloss eine immer wachsende geistige Tätigkeit wenig aus, da im Jahre 1751 bereits zwei starke Bände evangelische Psalmen vorlagen. Eine Produktionskraft, die wohl kein anderer deutscher Dichter aufzuweisen hat. Es waren ihm noch 11 Lebensjahre beschieden, aber die Mühen und Sorgen des Amtes wurden so übermächtig, dass selbst sein Strom versiegte. Er trat 1755 an die Spitze des Bunzlauer Waisenhauses und wirkte danach noch eine Zeit lang im Segen, bis sein Körper unter der Last zusammenbrach. Sein Biograf schreibt: Man darf sagen, er hat sich im Dienst des Herrn verzehrt.